Hallo ihr Lieben, es ist mal wieder soweit. Ja, Yogkata 2024, das Journal-Jahresevent. Es ist Zeit für meine Märzkarte für mein Yogkata-Journal. Und im März haben wir ein wunderhübsches, süßes, kleines Hasengedicht als Inspiration auf unserer Liste stehen. Und zwar lautet es: Zu Ostern steckt der Osterhase seine zarte Hasennase in den Wind und findet dann, dass es nun Sommer werden kann. Und da muss ich dem Osterhasen ja auch total zustimmen. Ich möchte auch, dass es Sommer wird. Frühling ist wunderbar, Sommer ist noch schöner. So, aber wir brauchen jetzt natürlich auch eine Karte. Und die findet natürlich ihren Platz in diesem kleinen Yogkata-Journal. Wie das entstanden ist und wie die ersten Teile und die ersten Karten darin entstanden sind, dafür habe ich euch eine Playlist angelegt, die findet ihr hier oder hier unten oder beides. Da könnt ihr nachschauen, wenn ihr die ersten Videos verpasst haben solltet. Und ja, das war dann die Januarkarte mit den Schneeflocken. Und da haben wir natürlich die ganzen Schneeflocken dran. Ups, so. Da habe ich ja diese Häkelschneeflocken drauf gemacht. Ja, und im Februar ging es dann weiter mit der Karte mit der Tür. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt. Dahinter ist dann, ja, da wacht dann die Natur wieder auf mit ihren bunten Farben. Und hier ist jetzt einfach mal der Schönheitsschlaf der Natur zu sehen, der sich so in etwas bedeckten weißen und blauen Farben zeigt und niederschlägt. Hinten ist Platz zum Schreiben. So, das war also jetzt Januar und Februar. Februar drin. So, genau. Jetzt möchte ich die nächste Karte für den März machen. Ich bin mir noch nicht sicher, was ich hier in der Mitte mit anstelle, mit diesem Dreieck hier. Weiß ich noch nicht. Lass ich mal offen. Die Märzkarte soll auf jeden Fall mal hier rein. Und genau, damit ist die Größe der Karte ja auch immer schon ein bisschen festgelegt. Sie kann relativ hoch sein, aber auch schmal, sonst würde sie ja nicht in das Journal passen. Ja, das hört sich jetzt mal wieder alles total sinnvoll an, was ich da gerade sage. Vollkommen überflüssiges Gerede von mir, aber ja, gut. Wir starten einfach und fangen mit dem Märzspruch an, mit dem Osterhasen, der Hasennase, und ich habe noch keine Idee, was daraus passieren wird. Wir werden sehen. Ich habe mir das Freebie ausgedruckt, was ich zur Verfügung gestellt habe. Ich denke, ich werde da auch einen Osterhasen verwenden und wahrscheinlich werde ich die Blumen verwenden. So ganz genau weiß ich das jetzt noch nicht. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Ich brauche auf jeden Fall wieder etwas von meinem Papier, das ich hier verwende. Für das Journal. Ich weiß nicht, ob ich was Buntes verwenden werde oder ob wir hier eher so ein bisschen in die gedecktere Richtung gehen, in diese cremefarbene, keine Ahnung. Wir werden sehen, was passiert. Und ich brauche jetzt als erstes mal eine Grundlage für das Ganze, das heißt eben eine Karte. Das ist zwar ein hübsches Material, aber ein bisschen zu dünn, also das ist zu schmal. Vielleicht dieses Stück hier, das könnte doch hinhauen. Schauen wir mal, wie es aussieht. Ich hätte das noch gar nicht zumachen brauchen, ne? Ich muss ja erstmal wissen, ob die Karte, die ich mache, denn auch da reinpasst. So, die ist jetzt tatsächlich auch schon wieder ein bisschen zu breit. Das heißt, ich werde das Ganze noch ein bisschen abschneiden und auch in der Höhe noch ein bisschen kürzen. Und damit ich das passend hinbekomme, nehme ich mal hier mein Schneidebrett zur Hand. Und erstmal hier oben das abschneiden. Da ist da schon ein Schnitt in der Karte drin. Das möchte ich natürlich nicht. Und schneide hier oben erstmal so das Schwarze ist ja gar nicht das Schneide. Das ist ja Schneiden. Zack. Oh Jesus Maria. Ja, so ist das manchmal. Manchmal stehe ich auch etwas neben mir. Ne? Ich gebe es zu. So, okay. Und dann schneiden wir da auch noch was von ab. Erstmal so 5 mm und dann schauen wir weiter. Das jetzt da reinpasst. Soll ja auch relativ locker da reinpassen, also nicht so, dass man es mit Gewalt quetschen muss. Das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Okay. Ich würde sagen, ich bastle jetzt mal hier so ein bisschen vor mich hin.
So, nachdem ich mich jetzt für diese eine Seite entschieden habe, was die Rückseite der Karte wird, brauche ich aber auch noch eine Aufdoppelung, die gleichzeitig die Frontseite sein soll. Und ich entscheide mich für diesen Rest von einem Designpapier. Ich glaube, das ist aus einem Actionblock. Ganz sicher bin ich mir da jetzt ehrlich gesagt nicht, aber ich meine, es könnte ein Rest vom Rauhnacht-Journal sein. Ich schneide mir das jetzt auch passend zu, sodass beide Seiten gleich groß sind. Und dann schneide ich mir erstmal ein Häschen aus und überlege, welches Häschen jetzt im Zentrum dieser Karte stehen soll. Und ich entscheide mich für dieses. Genau, das muss jetzt natürlich erstmal gefassikattet werden. Und da bin ich auch schon fertig. Und jetzt habe ich eine transparente Folie, eine ziemlich stabile und feste transparente Folie mir geschnappt und überlege mir, dass ich das Häschen darauf applizieren werde. Und ich möchte das Häschen beweglich haben. Wie das funktioniert, das werdet ihr dann gleich sehen. Jetzt markiere ich mir erstmal die Mitte auf dieser Karte. Mach mir da mal einen Strich drüber. Ja, das ist so ungefähr die Mitte, ne? Nicht 100%, aber so ungefähr. Und dann überlege ich, wo das Häschen am unteren Ende quasi sitzen soll. Und jetzt schneide ich entlang des Strichs einen Schlitz in die Karte und mache dann noch einen zweiten Schnitt und schaue, dass der Schlitz in der Karte, der da entsteht, so ungefähr 2 mm breit ist. Also es kommt jetzt nicht auf ein Zehntel Millimeter an, aber so ungefähr, seht ihr ja. Genau, diese transparente Folie schneide ich mir auch noch ein bisschen kleiner, also ein bisschen schmaler zurecht. Und jetzt brauche ich ein kleines Brad, und zwar ein schwarzes, das so aussieht wie eine kleine Hasennase. Und jetzt noch eine spitze Nadel. Ich lege mir jetzt alles passend übereinander und markiere mir die Stelle, an der der Hase auf der transparenten Folie sitzen soll. Ich steche ein Loch hinein und stecke das Brad hindurch. So, jetzt kann ich das so in diesen Schlitz da reinschieben, dass die Plastikfolie hinter der Karte ist und das Häschen vorne ist. Ihr seht, was ich meine. Genau, jetzt kontrolliere ich das Ganze mal, ob es auch schick aussieht. Stelle fest, dass dieser weiße Schlitz jetzt auf dem Hintergrund ein bisschen blöd aussieht und entscheide mich da jetzt einfach ein Stückchen von diesem Designpapier zu nehmen und hinter den Schlitz zu kleben, damit man den dann nicht mehr sieht. Genau, das mache ich einfach mit Klebestift. Das muss ja nichts halten und da ist keine Belastung drauf. Das soll einfach nur eben den Hintergrund etwas gleichmäßiger machen. Genau, jetzt überlege ich mir, ob ich das Häschen irgendwie ankleben muss, stelle dann aber fest, nee, das ist eigentlich Quatsch. Aber oben möchte ich dann die Folie noch ein bisschen zuschneiden. Es hat jetzt so ein bisschen die Form von einer Flasche, das ganze Ding, sodass ich oben quasi so einen schmalen Griff habe, an dem ich das Ganze packen kann. Und unten schneide ich die Folie auch noch ein Stückchen kürzer. So, ja, dann ich kontrolliere immer wieder den Sitz und wie das Ganze aussieht. Und dann stelle ich fest, dass ich oben noch eine Art Haltegriff brauche an der Folie und entscheide mich für dieses kleine grüne Herzchen und nehme das als Haltegriff. Da brauche ich jetzt auch wieder einen Brad. Da finde ich so eine kleine gelbe Blume. Und ich glaube, eine kleine gelbe Blume ist frühlingshaft und osterlich, wollte ich gerade sagen. Na, österlich genug. Ich mache hier wieder das mit der Nadel, steche ein Loch rein, befestige das Herzchen mit dem kleinen blumenförmigen Brad und habe jetzt einen kleinen Griff oben dran, sodass ich den Hasen nach oben ziehen kann und nach unten schieben. Oben muss natürlich noch ein Stopper hin, sonst könnte der Hase ganz herausrutschen. Das will ich natürlich nicht. Deswegen schneide ich mir aus dem Designpapier ein passendes Zweiglein aus, das ich nur am oberen Rand so einen Zentimeter breit ungefähr über diesen Schlitz klebe, damit ich den Hasen nicht aus Versehen rausziehe. Genau, dann schneide ich das oben wieder ab. So, und jetzt sieht man eigentlich fast nichts mehr davon, dass da noch was extra drauf geklebt ist. Und ich kann den Hasen nach unten schieben. Und ja, da klebe ich noch mal ein bisschen nach, da hat sich das ein bisschen gelöst.
Und jetzt nähe ich einmal rundherum auf der Nähmaschine, beziehungsweise auch zweimal habe ich da rundherum genäht. Teste nochmal, ob der Hase wirklich rauf und runter rutscht. Und jetzt schneide ich mir ein paar Blümchen aus. Genau, und da bin ich auch schon fertig mit dem Ausschneiden. Entschuldigung. Entscheide mich jetzt, das kleine Möhrchen nach unten zu setzen und den Rand ein bisschen zu distressen, weil man sieht ja die weißen Schnittkanten an dem Möhrchen so stark. Das finde ich blöd. So, und genau. Es soll so ein bisschen so aussehen, als ob der Hase diese kleine Möhre unter den Pfoten hätte oder so halb drauf liegt. Und das finde ich eigentlich ganz hübsch und niedlich. Und ja, so mache ich das auch. So, und jetzt überlege ich so hin und her, wie ich die anderen Sachen da vorne drapieren könnte. Das ist ein bisschen schwierig, weil ich den Hasen ja bewegen kann. Und wenn ich den bewege, dann hängt er plötzlich, ups, im luftleeren Raum. Und das wollte ich ja nun eigentlich wieder nicht. Ja, dann überlege ich, was könnte ich machen, um das zu verhindern. Also schiebe ich wieder alles ein bisschen hin und her und her und hin. Leg das Ganze jetzt mal oben direkt auf den Hasen drauf und überlegt mir, ja, der könnte sich ja eigentlich hinter dem Osterei verstecken und dann herausschauen, wenn man an dem Schieber zieht. Okay, das probieren wir doch gleich mal aus. Ich klebe gleich mal alles zusammen, so dass ich denke, dass es so passen könnte. Und ja, das sieht ja schon mal gar nicht so schlecht aus. Genau, dann klebe ich Blümchen auf. Ein Blümchen rechts und natürlich auch ein Blümchen links. Genau, und dieser Palmkätzchenzweig, ja, der muss natürlich auch noch irgendwie hin. Gesagt, getan, aufgeklebt und fertig. Ja, was könnte man jetzt noch? Das sieht eigentlich ganz witzig aus. Und dann überlege ich mir aber, ich könnte dieses Element, was vorne auf dem Hasen liegt, eigentlich in einer Tasche stecken, damit ich das wegnehmen kann. Und das mache ich auch. Ich schneide mir eine kleine Tasche zurecht aus einem Rest von dem Designpapier. Nehme erstmal doppelseitiges Klebeband. Und dann gebe ich noch ein bisschen von meinem Holzleim dazu, damit es auch wirklich gut hält, und klebe diese Tasche einfach da vorne auf. Die passt sich ja wirklich ganz gut ein. Man sieht eigentlich gar nicht, dass es so extra ist. Und jetzt kann ich vorne diese Uhr und die Blumen und das Osterei reinstecken und den Hasen rausziehen. Okay, aber ich stelle fest, ich kriege ihn nicht mehr rein. Jo, das ist natürlich ungünstig. Jetzt muss ich an den Kanten da von dem Kunststoffteil nochmal was wegschneiden, was natürlich super doof ist, weil ich ja schon alles drumherum festgenäht habe und das Teil nicht mehr ganz rausziehen kann. Ja, das war vielleicht ein bisschen zu voreilig, aber es ist, wie es ist. So, der Hase sitzt unten und ich könnte das drüber setzen, aber irgendwie gefällt mir das Ganze immer noch nicht und ich entscheide mich kurzerhand, das Osterei wieder wegzumachen. Bitte fragt mich nicht, warum. Aber ich hatte den Gedanken, dass es wieder weg muss. Aus irgendeinem Grund hat es mir nicht gefallen an der Stelle. Also habe ich es einfach wieder weggerissen. Habe dann nur die Uhr mit den Blumen reingeschoben, sodass der Hase noch ein bisschen rausguckt. Wenn den Hasen reinschiebt, könnte er auch auf der Uhr sitzen. Das geht auch. Oder aber unten auf dem Möhrchen. Okay, das muss man ja auch nicht so weit reinstecken, dann guckt er nur ein kleines bisschen raus. Super, also das gefällt mir schon mal ganz gut. Dann geht es mal hinten weiter. Dann nehme ich diesen anderen kleinen Hasen und ich distresse die Karte rundherum mit Vintage-Foto. Und dann klebe ich diesen kleinen Hasen in der Tasse, den hinten auf die eine Ecke und schneide jetzt den Spruch aus. Ja, und dieses Gedicht schneide ich jetzt in passende kleine Schnipselchen,
die da schön auf die Karte drauf passen und klebe sie alle der Reihe nach auf. So, jetzt haben wir das Gedicht drauf. Das finde ich eigentlich ganz hübsch. Vorne ist es auch ganz hübsch und frühlingshaft bunt. Genau, und so sollte es auch dann auch sein. Jetzt denke ich aber hinten auf dieses kleine Kartenelement vorne. Da muss jetzt natürlich eine Rückseite drauf, weil das schaut ja grottig aus mit der abgerissenen Stelle. Da habe ich eine alte Buchseite. Das ist so eine leere Seite aus einem Buch. Genau, leere Seite wollte ich sagen. Die nehme ich einfach als Hintergrund. Klebe dieses Element drauf, schneide es rundherum aus mit einem kleinen Rand. Genau, und jetzt kann das da vorne drin sitzen und hinten drauf überlege ich mir gerade, dass ich da noch was drauf schreibe. Und zwar schreibe ich da frohe Ostern drauf. Diesmal nicht in Sütterlin, sondern ganz normalen Buchstaben und dann bekommt es mich und ich zeichne noch ein Schild. Ja, so eine Art Holzschild. Das dann auch auf einem, so auf einem Stecken irgendwie in der Wiese ist. Und das ist das Gras. Und dann zeichne ich noch ein. Überlege ich gerade noch und dann zeichne ich noch. Was? Ein kleines Häschen, nur angedeutet. Ein paar Schnurrhaare, Augen und Nase. Da guckt ein kleines Häschen aus dem Gras heraus. Ja, perfekt. Und ab damit in die kleine Tasche. So, jetzt ist die kleine Karte fertig. Ihr habt gesehen, wie sie entstanden ist. Ich habe den Hasen ein bisschen versteckt hinter diesem Kartenblumenelement und man kann ihn jetzt nach oben ziehen und er kann seine Nase in die Luft strecken und schnuppern und ich finde das eigentlich ganz witzig. Ich habe überlegt, ob ich noch ein paar schwarze Fäden hinmache für die Schnurrhaare, habe mich aber dann doch dagegen entschieden, weil das sich sonst vielleicht verklemmt hinter diesem anderen Element und das möchte ich natürlich nicht. So, dann kann man das Ganze wieder reinschieben, dann kommen nur noch die Hasenohren heraus und hier auf dieser Karte steht jetzt frohe Ostern, ja, Yokata 2024 hinten drauf. Entschuldigung. Die kann man dann hier wieder rein platzieren, sodass der Hase tatsächlich eigentlich fast nicht mehr zu sehen ist. Hinten haben wir dann noch den kleinen Spruch drauf, das kleine Gedicht und noch diesen süßen kleinen Hasen aus dem Freebie. Der ist so niedlich, dass der da einfach auch noch mal drauf musste. Ja, und jetzt muss ich nur noch schauen, ob das Ganze auch in mein Journal reinpasst, so wie es geplant war. So, Januar, Februar und hier soll der März hin. Und dann schauen wir mal, ob das auch so passt, wie ich mir das gedacht habe. Und ich glaube, das haut hin. Karte ist drin und sogar wenn die Karte im Journal steckt, kann ich den kleinen Hasen herausschauen lassen und natürlich auch wieder verstecken. Ja, wobei es besser und einfacher ist. Warum steckt er jetzt fest? Vorhin hat er doch nicht festgesteckt. Ach so, ich glaube wegen der Möhre, genau, wegen der Karotte. Ja, weil dann die Pfoten auf die Karotte stoßen. Verstehe. Alles klar. Das ist aber nur der Fall, wenn das Ganze hier drin steckt, durch den Druck dieser Tasche. Also es ist überhaupt kein Beinbruch, macht nichts, ist nicht schlimm. So, das ist also meine Märzkarte. Wie ihr seht, passt sie wunderbar rein ins Journal. Man kann es wieder wunderbar zuklappen und genau das tue ich ja jetzt auch. Und ich hoffe, ihr habt auch etwas Schönes kreiert für euer Journal. Vielleicht habt ihr eine Karte gemacht, vielleicht einen Tag. Ich freue mich sehr darüber, das Ganze auf YouTube, auf Facebook, auf Instagram oder sonst irgendwo zu sehen. Vergesst nicht den Hashtag Yokata2024 zu verwenden, wenn ihr euer Werk irgendwo präsentiert. Hier zeige ich ihn euch nochmal, damit wir, also Tienchen und ich, das auch finden können. Und ich würde sagen, wenn ihr noch nicht auf dem Kanal vom Tienchen wart, dann hüpft ihr da jetzt mal rüber und schaut euch an, was das liebe Tienchen, liebe Tina, für euch zusammen für euch kreiert hat.
Ich wünsche euch auch dabei viel Spaß, bleibt gesund, bleibt kreativ und jungelt euch was Schönes. Tschüss!